Ja, Leben ist, glaube ich, momentan besser als Gesundheitsregeneration. Obwohl der Arachnohelm natürlich besser ausschauen wird. Ja, dann bleibt er momentan nur beim Arachnohelm. Ich bin immer ein bisschen. Miss Aussehen fast wichtiger als wie die Werte der Gegenstände. Das war bei mir schon immer so. Also, wenn der Gegenstand jetzt nicht megamäßig besser ist, okay, der Rest ist mischt. Wenn der Gegenstand jetzt nicht megamäßig besser ist, dann bleibe ich lieber bei dem Gegenstand, der was cool ausschaut. Ja, meine Helden quasi sind sehr eitel. Ah, teilweise trifft der Phantomschlag irgendwelche Ohren. Das ist dann so ein Mist einfach. So, da, Rattus, stirb. Erinnern wir ein bisschen an den Gegner von Secret of Evermore. Hat er im Deutschen, glaube ich, sogar Rattus geheißen. Diese komische Ratte, die was das Schloss irgendwie verteidigt und immer so Alchemie benutzt. Was war das, glaube ich, Nitro und. Lebens- oder Mana-Entzug, irgend sowas. Mana-Entzug hat es gegeben, also Lebensentzug. War meiner Meinung nach einer der schwereren Gegner, wenn man nicht den Abuse von Secret of Evermore benutzt hat. Ja, jeder, der aus dem Spiel kennt, der weiß vermutlich, was mit Abuse gemeint ist. So, dann Prinz 1 erledigt. Bleiben noch zwei. Wo verstecken sich diese Jungs? Okay, da ist schon einer. Okay, ich habe nicht einmal mehr seinen Namen gesehen. Ich habe einen Phantomschlag verpasst und gut, das tötet ihn. Also dann kalt man für den letzten Prinz einfach an auf den Phantomschlag. So, Gesundheitstrank, Großhelm. Dein Gepäck ist voll. Dein Gepäck ist voll, mimimi. So, weg mit dem Stab. Großhelm. Und der Großhelm braucht Stärke. Okay, wäre nicht schlecht, wenn man ein bisschen besser auf jeden Fall als der Arachno-Helm, also um einiges besser als die Welt, aber wenigstens ein bisschen. Wäre es also wert, aber ich glaube, wir müssen beim nächsten Level Up also Geschick investieren, damit wir die Todesklinge tragen können. Und wir sind auch kurz vorm Level Up. Würde mich natürlich sehr freuen, denn falls der Zyklop da jetzt in dieser Umgebung irgendwo wäre, wäre es wirklich noch angenehm, da doch ein Level höher zu haben als 9. Übrigens könnt ihr mir gerne, also falls da ein paar scheinen irgendwie eh mitzuschauen, denn die Videos von Titan Quest haben auf jeden Fall schon ein paar Views, also wer da immer schaut, dürft ihr gerne was drunter schreiben oder irgendwie kommentieren, man freut sich drüber als Let's Player. Und ja, ihr könnt es natürlich auch sagen, falls ihr mitkriegt oder da einfach irgendwelche Ideen habt von dem Spiel und das selber vielleicht kennt, könnt ihr mir natürlich gerne sagen, du Simon, lern einfach nur die Meisterschaft XYZ und skill dort diesen und jenen Skill, denn den habe ich dort mal angespielt und der war einfach göttlich und bla und dann werde ich es natürlich machen. Ich muss da nicht meinem Bild spielen. Gott, ist das ein Zungenbrecher. Meinem Bild spielen, sondern ich kann das natürlich gerne einfach anpassen. Falls natürlich nichts kriegt, dann wird natürlich einfach mein Bild durchgeskillt. Also, wie gesagt, zuerst die zwei Traummeisterschaft da irgendwie einfach jetzt ein bisschen ausbauen da für den Krieger. Und dann überlege ich mir noch, was ich ergänze. Vielleicht Krieger, vielleicht Feuer. Irgendwas wird schon da. Es ist cool, das zeige ich auch. Fallen gibt es teilweise so auch, oder so mechanische Geräte. Das ist eine Klingenfalle. Die tut so Klingen einfach aushänden. Gibt's oft oder gibt's ein paar in diesem Spiel unterschiedliche solche Fallen, sind wirklich sehr genial. Und können was sehr coole Essenz droppen, beziehungsweise ein Relikt. Nämlich logischerweise Mechanikteile. Oh, 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 oh. Hm. Nochmal weg, nur ein Heiltrank und jetzt rein! Stirb! Exhumierter, toter Hauptmann! Mega ausgehobelt. So, eine neue Falle. Die Feuerfalle. Da sieht man wieder die Physikrennchen, die Bälle springen. Okay, der jetzt nicht. Okay, den da ein bisschen mal gesehen. Prallt von der Wand ab und hin und her. Er ist einfach geil. So, dann haben wir nochmal. Okay, der macht auch wieder abartig Schaden. Aristheus, Prinz des Sturms. So, weicht ein bisschen seinen Geschoss aus und Phantomschlag. Okay, das überlebt er. Wahnsinn. Und knochige Banditen. Nebenquest aktualisiert. Ja, wir haben alle Prinzen erledigt. Mechanikteile. Jawohl. Warum sind die geil?
wenn sie erhöhen die Gesamtgeschwindigkeit. Und mit Gesamtgeschwindigkeit ist einfach alles gemeint. Also das ist, ich glaube, Laufgeschwindigkeit, Angriffsgeschwindigkeit, Zaubergeschwindigkeit, das ist einfach wirklich alles dabei. Deswegen ist Gesamtgeschwindigkeit, wenn man es findet, wirklich sehr nützlich. Cerberi, obwohl die nur zwei Köpfe haben. Okay, deswegen haben sie den Namen Ortus. Mit Dämonen, ich glaube, gegen Dämonen machen wir eher ein bisschen extra Schaden mit Psy-Schlag. Nochmal Gold. Okay, gibt's sonst noch was? Jawohl, nochmal Heiltränke. Dann nehmen wir jetzt alles auf, was irgendwie noch geht, denn wir beamen noch mehr, noch mehr, du hast keinen Platz mehr. So, Portal. Und nach Megara. Falls ihr den Zyklop nicht schafft, also ich verrate es einmal einfach schon, ist meiner Meinung nach ein harter Gegner am Anfang, vor allem allein. Dann werde ich einfach ein bisschen offscreen wieder leveln. So, dann jetzt da. Wir haben frische, gute Kunde. Sind da drüben mit Handlung ein NPC im Feld. Die Skelette werden uns also nicht mehr belästigen. Du hast Megara einen großen Dienst erwiesen, Krieger. Du hast großem Übel ein Ende bereitet. Mögen die Götter dich belohnen. Jawohl, und Level up. Gegen Zyklopen. Was bringt denn das? Das bringt. Wir schauen mal, also wenn ich 3 Punkte reinskill, momentan macht es 171 Schaden. Und 135 Energieentzug. Okay. Achso, Energie-Mana-Entzug ist das, okay. Und lebend. Okay, da hat man dann 200. Oh, und 4 Feinde gleichzeitig. Das erhöht sich auch noch. Okay, das habe ich nicht gewusst. Das ist ja geil. Ich hab gedacht, das bleibt immer bei 3. Dann wäre das eh schon eine Überlegung wert, das einfach zu machen. Jetzt schauen wir aber trotzdem noch. Also nochmal rückgängig. Was kriegt man da für einen Schaden zusammen? Okay, da kriegt man extra Schaden gegen Dämonen erhöht sich und der Elektroschaden. Okay, okay. Angriffsqualität braucht man nicht. Was bringt das da? Ja, ist glaube ich momentan nicht so viel. Also von den 30 Schaden, was wir momentan haben, 7% extra Schaden oder so, was wir da, oder 8% mehr. Ist jetzt die Welt, Schadensreflexion, er steigt auch nicht gewaltig. Nö, dann bleiben wir dabei, also Traumdieb wird zwar teurer von den Energiekosten, jetzt aber nicht gewaltig. Und die Anzahl der Feinde erhöht sich mit dem nächsten Level dann schon 5, sehe ich da, wow. Also das ist ja wirklich nicht gut, das ist geil. Eigentlich kann ich es nicht wissen, denn den Traumtypen, ich habe den einmal schon im Singleplayer gespielt, aber da habe ich ihn auf Magie geskillt. Oh, rede mit irgendjemandem. Nö, wir gehen einfach handeln. Die Geschichten kennen wir schon, die wichtigen. Willkommen, ein edler Krieger wie du. Ich bin sicher, dass ich genau das habe, wonach du suchst. So, also die Beinschienen und Helm halten wir auf. Die sind besser als unsere. Also als unsere aktuell getragenen Gegenstände. Okay, wir hätten eigentlich eh 10% Feuerwiderstand angehabt. Warum haben uns die Skelette so eingekreizt? Das war wirklich krank. Ja, eben, also die Beinschienen und Helmkalben auf, werden besser als unsere. Ein Resch können wir, glaube ich, einfach getrost verkraften, wie es ausschaut. Ja, den 32 Verteidigung gehabt, genau. Den Speer können wir auch verkraften, den Helm, ja, eigentlich auch. Die Rüstung sowieso und dann nochmal Armschienen, 28 Defense. 11 Intelligenz, unsere haben 6. Na gut, kalt mal auf, wäre besser, dann sortieren wir. Und dann, was sind das da für Rüstungen? Die wären auch geil, die haben aber alle so stärkere Anforderungen, jetzt stärker mal skillen müssen. So, jetzt kaufen wir uns Heiltränke. Wir haben 40.000 Gold, 40 Heiltränke, 5 Energietränke und dann skillen das wir jetzt. Das ist dann alles? Moment. Das Schwert braucht 94 Geschick. 95, geht's raus! Supi, dupi, dupi, du. Dupi, 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 du. Di, di, bi, du. Du, di. Was soll der Scheiß? Wir brauchen noch ein Level Up. Ich glaub's ja nicht. Wir können den Mist nur tragen, wenn wir die Axt tragen. Los, Moment, dann gibt's da. Und wie viel wird's denn fehlen? Vielleicht gibt's einen Ring, der was an Stärke erhöht. Hätte jetzt schon gerne das Schwert gehabt. Es fehlt. Wir brauchen 105, also 7 Stärke.
7 Stärke brauchen wir. Kann ich dir etwas empfehlen? So, gibt es irgendeinen Ring, was wir gefunden haben, der was Stärke erhöht hat? Nö. Hat der einen Ring, der was erhöht? Nö, hat das sowieso nicht. Der nicht. Der Beinschiene, der was Stärke erhöhen. Komm schon, ich will Stärke. Ich will nicht noch ein ganzes Level abwarten müssen. Ich will es jetzt. Nö. Sieht schlecht aus. Mit Zufriedenheit. Schwert und Schild sind nicht dein Stil. So. Ich denke, dass du hier fündig wirst. Okay, Schriftrolle des Kriegerliedes. Das wird für 90 Sekunden den Schaden verbessern und die Angriffsqualität. Nö, klingt jetzt nicht mächtig. Die Schriftrollen kann ich ohnehin nicht benutzen. Was hat der für Ringe? Irgendwas mit plus Stärke. Please. Komm schon, jetzt. Das ist alles scheiße, braucht man alles nicht. Mein Gott, Amulette. Unsere letzte Hoffnung. Nö. Ja, einen guten Tag noch. Ja, genug gemeint. Wir können das Schwert leider noch nicht tragen. Wir brauchen nur ein ganzes Level up. Hey, warum sind da wieder Feinde da? Jetzt geht man schon 4 in der Fotzen. So, dann heben wir einfach wieder Gegenstände auf. Vor allem gelbe, die bringen immer Gold. Kann man ja nur mal zurück teleportieren. Vielleicht aktualisiert sich das Angebot der Händler. Das weiß ich gar nicht, wie das gemacht ist in dem Spiel. Ob die Händler da immer das gleiche Angebot haben oder ob sich das Angebot irgendwie verbessert. So, ich sehe gerade wieder, da ich das Spieler mittlerweile im Fenstermodus spiele. Warum sind da wieder Feinde da? Was soll das? Feinde respawnen normal nicht einfach so in dem Spiel. Normal, was tot ist, ist tot. Außer man fängt das Spiel neu an. Warum sind da Gegner da? Noch mehr kannst du nicht tragen. Du hast keinen Platz mehr. Ich hab mir davor einen verdammten Ohrwurm in den Kopf gesetzt. Verdammtes Löwenzahnlied. Dubi, 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 dubi. Ah, das waren geile Zeiten erstmal. Also, es kennen ja viele von Half-Life vermutlich den Mod Counter-Strike. Und da hat fürs normale Half-Life 1 noch einen anderen Mod gegeben, Firearms. Und da war ich früher in einem Clan drin. Dein Gepäck ist voll. In so einem deutschen Clan, alles mit so Ossis und Leuten. Da habe ich teilweise wirklich einfach überhaupt nicht verstanden als Österreicher. Sie mir aber auch nicht. Wir haben es immer witzig gehabt. Waren da sogar ein relativ guter Clan. Und da hat es das Feature gegeben. Ich glaube, das hat es trotzdem in einem normalen Counter-Strike noch nicht gegeben. Dass man irgendwie Musik quasi zuspielen hat können über so eine Art Voice-In-Chat. Aber ich glaube, das war noch kein wirkliches Voice-In-Chat. Da war der Obergag immer, dieses Löwenzahnlied einfach reinzuspielen, während man da irgendwann getötet hat oder irgendwo mal dumm gelegen ist in einer Deckung. War ein bisschen so, unter Anführungszeichen, realistischeres Kriegerspiel oder Kriegsspiel als Counter-Strike. Counter-Strike klappt man und gibt hier einfach die Headshots rein und es ist einfach irgendwie lächerlich, ohne Zielen, ohne nichts. Ich meine, man muss schon zielen, ja, ich will jetzt die Leute da nicht schlecht reden, aber der Realismus ist relativ gering gehalten, sagen wir mal so. Das durfte von niemandem die Gefühle verletzen. Bei Firearms war das anders, schon dieses Löwenzahnlied. Ah, war einfach sehr geil. Ich hab's geil gefunden. War eine witzige Zeit damals. So, schöne Brücke. Und was da ist da? Ich weiß, was da ist. Und ich mag's gerade überhaupt nicht. Was war das für ein Ring? Kältewiderstand, braucht man jetzt Helm. Irgendwas mit Stärkeerhöhung. No. Machen wir einfach nicht. Na gut, wir probieren den Gegner. Halkion-Küste. Spartanische Soldaten stürmen mit uns vor bei Nacht. Was wollen sie tun? Oh. Polyphemus, der Zyklop. Das ist der erste richtig. Okay, wow, der Phantomschlag macht viel Schaden an ihm. Die normalen Hits aber gar nicht. Der erste so richtig, einer von den schwierigen Gegnern. Okay, wir probieren auch Brief, das reduziert seine Rüstung. Er kann eben immer so schreien und stampfen, so wie jetzt gerade. Das macht megamäßig Schaden. So Phantomschlag hat aber viel Schaden gemacht. Eine Welle kann er aussenden, so wie den gerade. So schreien. Okay, jetzt haben wir gerade gelebt.
gelähmt und wir werden ihn auch lähmen. Nein, wir werden einfach nur mal den Phantomschlag benutzen. Oh, nein, er macht viel zu viel Schaden an uns. Ich glaube, einfach so direkt das Duell wird man nicht überleben. Ist er Level 16, also 6 Level höher als wir. Oh, 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 oh. Beruhig dich. Nein. Nicht sterben, bitte. Bitte nicht, Phantomschlag. Na. Warum hat der Phantomschlag getroffen? Oh Gott, was ist das knapp? Ich will nicht sterben, ich hasse sterben. Ich mag gar nicht, dass es da immer 0 steht bei Anzahl. Wenn ich zwar nicht zusammenbringen darf, ist das Spiel zu schwierig. Das war knapp. Das war sehr knapp. Und jetzt, letzte Fotzen. Zyklopenkeule. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ich will Zyklopenkeule, was ist es? Weg da, scheiß auf Armschienen. Was sind das Geiles? Zyklopenkeule, erfordert Stärke 114, 21 bis 36 Schaden. Okay, ist eigentlich langweilig. Ich hab gedacht, das ist vielleicht irgendeine riesige Zweihandwaffe. Aber da kann ich beruhigen, es gibt keine Zweihandwaffen in Titan Quest. Finde ich etwas schade, aber ist so. Wow, okay, anstrengender Kampf. Wir werden fast verreckt. Zum allerersten Mal will ich da anmerken. Liegt nur irgendwo die Leiche? Da. Den riesen Botzen haben wir da gerade umgehauen. Man kann leider die Kamera, glaube ich, nicht drehen. Das ist erlaubt, das Spiel nicht. Hat schon ein bisschen ein Glatzen gehabt. Der Zyklop. Hat einige spartanische Krieger einfach, glaube ich, instanziert. Also quasi instant tötet. Ah, oh, wir haben ihn geschafft. Knapp aber doch. Ja. Und da wieder eine Megatruhe. Was lasst sie? Essenz von Hekates Sichel. So. Ich hoffe übrigens, dass ich jede Essenz immer vorgelesen habe, was ich irgendwo so aufgekommen habe. Falls ich irgendwann vergessen habe, falls euch irgendwann interessiert, was ich. Wir wollen die Geschichte nur von Prometheus Flamme sehen, denn da war die Maus so kurz da und du hast es nicht vorgelesen. Kannst du mir das natürlich auch gerne in den Kommentaren reinschreiben. So, ich hatte sicher, okay, haben wir schon einmal vollständig gehabt. Im schönen Schrein, kann du hast keinen Platz mehr. Dein Gepäck noch ist mehr voll. Kannst du nicht tragen. Das ist, glaube ich, eine sinnlose Höhle. Zyklopenhöhle. Okay, wir schauen mal kurz nach, was es in der Zyklopenhöhle gibt. Ich weiß es nicht mehr. Schauen wir einfach nach. Ich glaube, es ist eine sinnlose Höhle, wo es gar nichts gibt. Was eigentlich noch vielleicht aufgefallen ist, war der Kontrast ein bisschen mies vom Spiel. Ist da gestanden, nachdem ich die Zyklopen umgehauen habe, plus oder 2026 EP ist, glaube ich, da gestanden in so einer blauen Schrift. Das ist was Zusätzliches in dem Spiel. Es gibt sozusagen. Also sogenannte Heldenmonster, meistens durch so einen Stern versehen oder eben solche normalen Bosse. Und die haben dann die Kategorie Held sozusagen. Und wenn man Heldenmonster umhaut oder tötet, dann bringen die nochmal extra Erfahrung. Also die normale Erfahrung, was man schon so bringen wird, plus die zusätzliche extra Erfahrung.